Und da bin ich auch schon wieder zurück mit Let's Play Bloodwood Hell. Beim letzten Mal habe ich mir mehr Gesundheit geschaffen. Bin genau vor der Cutscene stehen geblieben. Okay. Das war cool, Leute. Cool. Sehr gut. Was jetzt? Diese Daten, die von Dämonenfüchsen besessen sind, gibt... Was? Bei Soldaten, die von Dämonenfüchsen besessen sind, gibt es keinen Grund zur Rückhaltung. Wenn ich die Dämonen rette, die Dämonen, die Soldaten aus ihren Verderben. Was? Das klingt, als würde ich die Soldaten töten. Sie dadurch aber irgendwie retten, was meiner Meinung nach voll keinen Sinn macht. Ah, du blöder Partisan, der war. Hey, es sind zu viele! Okay, ich darf also nicht stehen bleiben, weil das mich einfach nur umbringen würde. Nämlich auch nervig gewesen. Okay. Blöder Sack. Das ist nicht unverwundbar. Was jetzt? Hä? Hä? Was willst du jetzt tun? Mensch. Das sind. Ach, das sind Musketenkämpfer oder so ein Scheiß. Ah! Doch. Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle sind es Fernkämpfer und ich hasse Fernkämpfer. Aus irgendwie logischen Gründen. Ah, mein Gott, weißt du was? Weißt du was? So, das hat jetzt selber zu tun. Das ist blöder Dreckstein. Wenn ich den zerstören kann, dann wird das... Ne, kann ich nicht, oder? Schade. Ich hätte sie mich sehr gerne zerschnibbelt. Blöde Drecksäcke hier. Und das soll denn jetzt geholfen haben, dass ich die zerschnetzelt habe mit meinem Schwert. Ja, nee, ist klar. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, klar, der Dämon wird dann garantiert den Körper nicht mehr benutzen wollen, weil er in Scheiben ist, aber... Schwachsinn? Beim Exorzismus zerschnibbel ich auch nicht den Körper von demjenigen, den ich retten will. Mehr oder weniger zu. Darf ich jetzt da hinten durch? Das ist bestimmt ein geheimer Dämon oder sowas. Ich muss einfach gucken. So. Ich kann das halt hier angreifen, weil ich so eine dreckige Wolfsart und. Darf ich gerade ausrennen, weil da auch ein Tor ist, ne? Ja, super. So geil! Das zwei. Nicht das, was ich wollte.
Du blöder Drecksack! Ja. Ja, Dämon. Blut und Regenschirm. Eigentlich wollte ich ihn nur als Dämon Regenschirm bezeichnen, aber er ist Dämon Blut Regenschirm. Yeah. Die Sinnlosigkeit hat keine Erfolge. So, Regenschirm ist gut. Zwei der scheinbar vier Würfel, auch drei der vier Würfel, yeah. Sehen den Wolf nicht, sehen ihn nicht, sehen ihn nicht, sehen ihn nicht. Du musst sterben, für meine Gesundheit! Hoppala. Du musst mal noch sterben, immer noch. Gib mir was Großes. Naja. Reicht. Und? Ah, das hat sich nicht gelohnt. Das ist jetzt aber ein echt schlechter Scherz. Dafür? Okay, ich habe ja sonst was noch. Bin ich nicht schwer. Aber dafür? Uncool. Sehr uncool. Für so ein maximales Geist auf wäre ich da lieber nicht hingelaufen. Mein Gott, das hat mich ganz nicht so. Komm schon, lauf, Yoshimaru, lauf! Lauf schneller! Ich krieg schon so viel ich kann! Ja, komm. Ja, Brücke des der dunklen Drachen. Oder des dunklen Drachen. Naja, okay, wie auch immer. Okay, komm. Alter. Aua. Oh, da wurde wohl weggeschossen von seinen eigenen Leuten da. Komm, schieß. Hat ihn jetzt erwischt. Ja, das macht so wenig Schaden. So, du bist tot. Ist auch tot, sehr gut. So einem Scheiß muss ich mich hier rumprügeln, ja. Diese blöden Drecksäcke tauchen aber auch erst im letzten Moment auf, wenn wir schon zuschlagen. Das ist doch unfair. Naja. Aua. Und jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Da. Ja, ich weiß, das hat keinen Effekt. Aber ist ja lustig. Naja. Na toll, ich hab gedacht, ich bleib mal. Aber gut. So, weiter. Was jetzt?
Nochmal so eine Vernichtungsschlacht überlebe ich nicht. Weg mit meinem Mikro. Moment. Moment! Mein Mikro sitzt doch noch gar nicht wieder in meinem Ohr, weil ich es mir rausgehauen habe, gerade ausgesehen. Nein. Weiß. Sollte eigentlich nicht sein, aber man kann ja mal gucken. Und famoserweise war hier ein Angriff da. Nee, ein Geist. Ach so, unser Geist macht schon wieder. Stimmt ja. Oh Mann. Wir sind frei! So benutze ich meinen Geistangriff gar nicht. Oh, aua! Okay. Blöder dreckiger Wolf. Ah. Oh ja, 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 klar. Wenn ich auch schon Geist Max aufsammle, dann darf ich auch Geist aufsammeln. Sammeln. Ja, komm, gehen wir mal wieder nach da unten rechts, obwohl das sehr wahrscheinlich wieder mal nicht sein wird. Aua. Hab was, was. Das kam doch schon einfach mal gut. Nach der ganzen Zeit, wo wir die Dinger aufsammeln, dann das Ding doch auch mal zu benutzen, kommt immer gut. Was mit dir? Ach, jetzt einfach mal gut rum. So. Jetzt habt ihr es, ich mag Dinge nicht, die einfach nur so rumstehen. So. Nicht im Gras. In dem Gras sind nur noch getarnte Dämonen. Der blanke Horror. Ja, war ja klar. Oh mein Gott, die Items werden auch noch immer nutzloser. Das ist schwer wahr wenigstens was, aber das ist ja gar nichts. Ich sterbe an Sinnlosigkeit. Oh Gott. Dieses Kapitel ist lang scheinbar und das passiert gar nichts. Weil ich die ganze Zeit nur am Laufen bin wie ein bekloppter Idiot hier. Ah. Ich hasse dich. Das war's. So, du blöder Bastard. Nein, ich bin jetzt unter keine Sorge. Denn Yakimaru mag keine Dämonen und Dämonen müssen ein bisschen sterben. So. Nachdem das auch geklärt ist, geht's weiter. In die nächsten Dämonen, Füchse rein, ja, so. Danke, dass ich den Schuss gar nicht mal. Oh, what the fuck, yeah. Hasse euch. Hasse Fernkämpfer. Über alles hasse ich Fernkämpfer. So. Was uns jetzt hinter diesem Tor erwartet, was wir da sehen werden, ob wir überhaupt irgendwann mal wieder weitermachen mit dem Plot. Das werden wir dann das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Blood Tales.